Yo Homies, willkommen zu den finalen japanischen Level. Zwei Stück sind noch übrig. Das hier hat drei Bananen, ist in der Geisterwelt und verspricht bestimmt böse zu sein. Also schauen wir mal. Okay, also die Geschenke zu holen ist ja schon mal kein Problem. Tada, Geschenke haben wir. Hier auch. Einmal. So, und jetzt müssen wir noch safe das Level hier lösen. Ich könnte hier hoch, was mir aber nichts bringt. Eigentlich sieht es auf den ersten Blick sogar sehr einfach aus, das Level. Aber ich sag mal noch nichts. Bevor ich mich hier hochkant blamiere. Also wir drücken den blauen. Lass uns hier überall durchschieben. Oh, okay. So, hier wird es, glaube ich, tricky, weil ich muss... Ja, wobei, das geht ja. Ich muss nur rechtzeitig... Warte mal, was muss ich hier machen? Ich kann das Ding da hochwerfen, ja, aber... Schaffe ich das in 10 Sekunden selber, da irgendwo hochzukommen? Ich glaube eher nicht. Ja, okay, so schon mal bestimmt nicht. Nee, Mist, da fehlt mir der letzte Schritt irgendwie. Ja, komm. Okay, eigentlich ist alles gut. Ein Schritt fehlt mir noch. Für den Erfolg. Es reicht nicht ganz, da hochzukommen. Also, ich müsste auch den roten irgendwie drücken noch. Aber wie komme ich denn an den roten jetzt ran? Roten Switch. Ich kann ja nicht das Ding... Whoop, ich bin tot. Scheiße. Okay, die Todesanimation hatten wir auch... Nur sehr selten bis jetzt. Trotzdem verstehe ich nicht den letzten Schritt, den ich zu gehen habe. Weil da fehlt doch was. Wenn ich einmal blau drücke, komme ich... Scheiße. Wenn ich einmal blau drücke, dann komme ich doch nicht mehr zurück. Irgendwie. Ich müsste theoretisch dann wieder hier hochkommen. Das geht aber gar nicht. Wenn ich einmal da bin, komme ich ja nicht mehr hoch. Oder kann ich das durch irgendwelche Moves... Ah, es sieht fast danach aus, aber echt nur fast. So, ihr seht, keine Chance. Ich komme da unmöglich irgendwie wieder hoch. Und hier komme ich ja auch nicht durch. Wenn ich dann blau nicht gedrückt habe. Also es ist ein... Hoppala, ein Dilemma. Ach cool, der hat mich ignoriert. Also nicht ignoriert, aber ist durch mich durch. Ich dachte, ich würde hier sterben jetzt. Also einmal hier komme ich dann nicht mehr zurück. Das ist komisch. Deswegen weiß ich auch nicht, wie ich das Level hier lösen kann. Da fehlt irgendwie der letzte Schritt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Alles andere geht ja auch. Ist ja wirklich, nicht wirklich schwer. Es ist nur irgendwie, dass mir ein Schritt hier fehlt, um weiterzukommen. Wenn ich das hier... Darüber kriege ich den auch nicht. Nichts möglich. Ach komm, ich bin doch gesprungen, aber das Spiel lässt mich nicht springen. Keine Ahnung. Ja gut, das ist jetzt suboptimal. Ich versuche hier gerade Sachen rauszufinden und zu forschen. Und das Spiel, das blockiert mich ja gerade. Genau von solchen Sachen rede ich. Okay. Ne, das sind alles dumme Tode. Ich meine, das ist auch die einzige Möglichkeit, hier zu sterben, außer von den Stacheln vielleicht noch da unten. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das hier passiert. Ich denke ja, alles ist gut. Aber dann werde ich irgendwie die ganze Zeit zerquetscht. Das ist komisch. Yeah, boy. Dann haben wir die. Man kann jetzt auch nicht seit neuestem Trampoline aufheben. Nein, das geht auch nicht. Deswegen weiß ich nicht. Ist das Level überhaupt lösbar? Ich weiß ja nicht. Das haben ja außer mir, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Menschen überhaupt gespielt, dieses Level, ihr wisst ja. Also ich kann nicht das Ding hier hinlegen. Moment. Und den da schieben lassen oder sowas, ne? Ne, im Gegenteil, der blockiert sich dort. Was mich nicht weiterbringt. Und ich kann nicht nur nicht in 12 Sekunden da hoch, ich kann gar nicht da hoch. Selber. Aber sei es drum. Tun wir es nochmal hoch. Und versuchen irgendwie selber zurückzukommen.
ob das theoretisch möglich wäre. So schon mal nicht. Ich check das nicht. Okay, das Level check ich gerade echt überhaupt nicht, ne? Wenn man hier hoch könnte, wäre alles gut. Glaube ich zumindest. Oh Mann, ich stecke ja hoffnungslos fest. Also ich versuche überhaupt da wieder hochzukommen. Das wäre hier die einzige Möglichkeit, aber ich krieg's nicht hin. Ne, seht ihr? Auch mit ganz gekonnten Sprüngen komme ich hier nicht hoch. Ich kann auch nicht so ganz cool, ne, auf die andere Seite auch nicht. Geht nicht. Verdammt. Scheiße. Nee, also ich komme da nicht wieder hoch. Von dort. Gar nicht. Also so gar nicht, wisst ihr? Weswegen ich langsam die Vermutung habe, dass das Level auch gar nicht so, wie es ist, lösbar ist. Was zwar echt komisch wäre, aber ich glaube tatsächlich so langsam, dass bei der Levelentwicklung irgendwem da ein Fehler unterlaufen ist und der dann irgendwann gemerkt hat, oh, das Level ist hier gar nicht machbar. Ich stecke jetzt hier auch übrigens fest, ne? Ich komme hier nicht mehr weg. Ich habe mich sogar hier festgesteckt jetzt. Keine Chance. Okay, dann lassen wir das Level. Ich hoffe echt, das war jetzt so eine von Millionen Ausnahme. Weil ich kann es nicht lösen. Falls ihr eine Lösung habt, könnt ihr es mir sagen, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Form machbar ist, das Level. Was echt das allererste Mal überhaupt wäre. So, hier wird es aber ungemütlich. Sehe ich schon. Also erstmal packe ich mir das Geschenk, das Gelbe. Dann das Rote, dann das Blaue. Ach du Scheiße. Geh weg. Ja, perfekt. Ich wollte genau auf dem Geist landen. So habe ich mir es immer vorgestellt. Ja, schöne Scheiße. Boos sind in diesem Spiel schlimmer als in anderen Mario-Spielen. Das muss man sich immer merken. Sobald der nicht nur... Er muss einem nicht mal komplett im Weg stehen. Er muss einfach nur in der Nähe von einem sein. Schon ist er so penetrant, dass er einen irgendwie erwischt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie er es eben machen konnte, mich zu erwischen. Boah, ob das gut geht. Tatsächlich, okay. Abgesehen davon war das Level easy. Easy, easy peasy. Nur das eine konnte man nicht lösen. Ist natürlich schade. Das ist hart. Naja, jetzt haben wir alle japanischen Levels durch. Und jetzt bleiben uns nur noch die... Guck kurz weg. Die amerikanischen übrig. 12 schöne Levels noch. Und schmeißen uns rein. Und diesmal können wir auch die Level-Titel erkennen. Zum Beispiel das Level. Ja, das kommt mir schon sehr bekannt vor. Das kommt mir schon sehr bekannt vor. Euch vermutlich auch. Aus der japanischen Version halt. So, jetzt muss ich nur einmal noch an den vorbei. Und die dann mit dem Hammer töten. Hätte auch in die Hose gehen können. Kann immer noch. Der Hammer schützt mich ja nicht. Das wisst ihr ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, vergleiche mit der japanischen Version, es gibt Unterschiede. Blöcke, die anders gesetzt sind oder Plattformen, die etwas weiter oben oder unten sind, es ist immer irgendwas anders. Das werdet ihr auch merken. Die anderen Levels werden euch auch teilweise bekannt vorkommen. Diesmal können wir zumindest die Level-Namen verstehen. Zumindest wenn man Englisch kann. Wenn ihr Japanisch könnt, schön für euch, ich konnte es nicht. Ah, ja, auch das Level. Aber doch, ich sehe schon einen Unterschied. Das ist tatsächlich... Hier war doch ein Trampolin nach oben oder sowas in der japanischen.
Oder irgendwie sowas. Also ist das so gesehen nochmal ein ganz neues Rätsel hier zu lösen. Doch. Es hat Ähnlichkeit mit dem einen Level, aber es ist tatsächlich anders. Das ist auf jeden Fall schon spannend. Okay, jetzt bin ich in eine Runde gelaufen mit. Schöne Sache. Oh, verdammt. Okay. Also, vielleicht mache ich das diesmal so. Ich nehme nicht den Schlüssel. Oder doch, ich nehme den Schlüssel, glaube ich, schon irgendwie. Ich weiß noch nicht. Gehe hier hoch. Aber nur so weit, um mir das Geschenk zu holen. Und dann drücke ich auf den gelben Schalter. So, der gelbe Schalter. Ich schaffe das jetzt nicht in dem Tempo. Nee, das schaffe ich nicht. Das muss in die andere Richtung rollen, dann kann ich mir das blaue holen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Okay, wobei, doch, ich glaube, das wollte ich irgendwie schon. Jetzt können wir das machen. Haben das und müssen jetzt gucken, was soll ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, viel bleibt mir hier auch nicht übrig, ne? Ich muss ja schon wieder auf Rot. Kann dann hier durch. Was mir vorher nicht möglich war, aber ich glaube, das bringt mir auch gar nichts. Ich glaube, so toll ist das ja gar nicht. Aber wir schauen mal. Ich könnte den Schlüssel hochwerfen. Mir geht die Zeit aus. Verdammt, was ist denn das für eine Zeit? Für eine... Ja, scheiße ist. Aber, okay. Auch gut. Es hat ja eh zu nichts geführt, was da gerade passiert ist. Also, naja. Wir müssen während der gelben Phase hier irgendwie sein. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Während der gelben Phase da oben irgendwie sein. Also so weit kann ich den Spaß ja schon. Hoppala, nicht so. Aber ab hier fangen dann die Schwierigkeiten an. Also am Ende müssen wir ja wohl den blauen Schalter wieder drücken, wie es ja in der anderen Version auch schon war. Aber drück mal fürs erste Mal hier wieder rot. Und schauen dann mal weiter. Ich mache nochmal das gleiche wie eben hier. Auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es irgendwas Neues bringt. Wo ist denn der blaue Schalter? Moment, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist der auf der rechten Seite? Weil was ich jetzt hier gerade gemacht habe, wieder hat gar nichts gebracht. Wo ist der blaue Schalter? Ich muss mich schon mit dieser Frage auseinandersetzen. Er ist da. Da komme ich aber nur hin. Boah, wie komme ich denn da hin? Wenn ich gelb drücke, komme ich da nicht hin. Weil ich muss da durch. Aber wenn ich rot drücke, komme ich ja auch nicht durch. Das ist ja voll... Wie schlimm ist das denn? Okay. Also so oder so komme ich da nicht durch. Sag bloß, jetzt haben wir hier noch ein Level, wo ich nicht weiterkomme. Ich verstehe das nicht. Schön, dass man hier ein Leben kriegen kann. Ja, liebe Freunde, ich bin ehrlich gesagt verloren. Ich bin echt irgendwie... Ich bin verwirrt. Also hier komme ich ja nicht weiter, hier oben. Nee, geht nicht. Und viel Zeit hat man auch nicht in diesem Level, ne? Ich hier schon die ganze Zeit an Zeitlimit sterbe. Und da komme ich nicht rüber. Ich komme hier nicht rüber, weil ich kann hier hochspringen, aber nur mit der roten Plattform. Aber dann kann ich hier wieder nicht durch.
Moment, das geht doch gar nicht dann, das Level, oder? Oder bin ich echt so... Oh, ich bin nicht tot, gut. Oder bin ich echt so geistesabwesend heute, dass ich echt nicht checke, wie die Levels gehen und stempel die dann mittlerweile ab als unmöglich? Das kann da auch nicht sein. Aber hier unten komme ich nicht weiter. Von der anderen Seite komme ich ja auch nicht runter. Ich glaube, in der japanischen Version war das nämlich anders. Wenn ich da runter könnte, könnte ich ja theoretisch auch ins Ziel, auch wenn ich nicht mal alle Geschenke kriegen würde. Aber hier komme ich nicht hoch. Geht nicht. Unter gar keinen Umständen. So, wir können den einmal drücken, dann können wir hier wieder runter. Und mir geht jetzt schon die Zeit aus. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht in diesem Level. Ja, komm. Ich weiß es nicht. Okay, ich mache echt keine gute Statistik hier zurzeit. Müssen wir auch beenden das Level. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir, wie das geht. Ich kann es nicht. Ich verstehe nicht, warum es auch nicht geht. Ich guck noch einmal rein. Ein letztes Mal gucke ich jetzt noch rein. Versuch alles durch Theorie und so zu lösen. Man kann diesen Eimer übrigens nicht aufheben, ne? Also er ist nicht irgendwie aufhebbar. Genauso wenig wie die Trampoline, wo ich langsam glaube, dass das irgendwie verlangt wird, dass man die Trampoline mitnehmen soll. Aber ich kann nicht... Ich muss hier weiter. Da komme ich aber nur hoch, wenn das gelbe Ding gedrückt ist. So, wenn das gelbe Ding aber gedrückt ist, komme ich hier nirgendwo anders mehr hin. Ich kann hier nicht unten lang, ich kann hier nicht da lang. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nur da oben den einen Weg gehen. Nee, kann ich halt auch nicht. Wenn ich gelb drücke, kann ich gar keinen Weg gehen. Gar keinen einzigen. Das ist das Problem. Ich kann keine Wege gehen. Und es gibt ja nur einen Schalter. Pro. Also in diesem Level. Es gibt keinen zweiten Gelbschalter, der mich irgendwie rettet. Nichts. So, ich kann das Ding hier drehen. Ich kann hier auch, wenn ich will, wieder zurück. Aber damit wären wir am selben Status wieder wie am Level Anfang. Also das Level ist echt so gebaut, dass man hier gar nichts machen kann. Deswegen verstehe ich das auch nicht. So, weil wenn ich mit gelb gedrückt hier runter könnte, dann hätte ich das Level gelöst. Aber das fehlt. Das irgendwie, die Funktion geht gar nicht. So, und hier sterbe ich ja sowieso jedes Mal. Gut. Okay, den roten Schalter gibt es zweimal, ne? Aber selbst wenn, der rote Schalter, der rote Schalter, der bringt gar nichts. Wozu ist der denn da? Ich kann hier nicht hierhin, während die rote Phase nicht aktiviert ist. Das ist die Sache. Wenn es ein gelber Schalter wäre, dann würde das Sinn machen. Glaube ich. Selbst da bin ich mir... Doch, das würde wiederum Sinn ergeben. Der müsste gelb sein, der Schalter. Cool, ich kann mich hier durchcheaten. Aber auch das bringt mir nichts. Weil ich es nur von der Seite aus kann. Nee, also für mich ist das Level nicht lösbar und das frustriert mich ehrlich gesagt noch ein bisschen.